Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder und es ist immer das gleiche Spiel. Sturm verliert in der Europa die Qualifikation 0:2 beim FK Haugesund in der zweiten Runde der Quali und ja, das Hinspiel ist damit mal ordentlich in den Sand gesetzt worden. Man muss auch klar sagen, gar nicht mal unverdient, obwohl ich auch nach diesem Spiel sage, Haugesund ist immer noch schlagbar. Die konnten genauso wenig kicken wie unsere Jungs, ganz ehrlich. Ja, haben aber die zwei Tore gemacht und wir waren halt größtenteils einfach nicht konkurrenzfähig, muss man an der Stelle knallhart so sagen. Kommen wir einfach mal kurz zum Spiel. Sturm, die ersten 15 Minuten, würde ich sagen, schon auf Augenhöhe. Man ist ein bisschen gefällig, auch noch halbwegs in der Offensive. Man versucht zumindest so ein paar Nadelstiche zu setzen. Dominguez mit einem halbwegs gefährlichen Abschluss. Das war es dann aber auch. Ansonsten Haugesund im ersten Durchgang die spritzigere Mannschaft. Immer so ein bisschen den Schritt voraus, wie ich das Gefühl hatte. Es hat mich sehr an ein typisches Ligaspiel der Vorsaison bei unseren Blackies erinnert. Gegen Gegner wie, keine Ahnung, St. Pölten, Altdorf oder den WAC. Und auf dem Niveau hat sich's auch irgendwo bewegt. Auch Haugesund, wirklich keine unschlagbare Mannschaft. Auch die haben ihre Fehlpässe gehabt. Aber ja, für meine Begriffe Sturm einfach ein bisschen zu abwartend. Ich persönlich finde es einfach besser, wenn unsere Jungs am Platz agieren, statt immer nur zu reagieren und zu warten, was der Gegner macht und dann was draufsetzen. Und das hat eben im ersten Durchgang von zwei schwachen Spielhälften noch besser funktioniert trotzdem. Also man hat sich hier und da nach vorgetraut, auch wenn konkret kaum was rausgesprungen ist. Haugesund dann immer wieder, wie gesagt, mit den Nadelstichen einmal ans Außennetz, einmal ein Freistoß, den Siebenhandel hält und so weiter. Aber trotzdem jetzt nichts Extremes, wo man jetzt heftig schwitzen hätte müssen als Sturmfan. Sturm hat dann sogar noch knapp vor der Pause eine gute Möglichkeit durch Janscha, wenn es kein Abseits war. Aber ich glaube, der hätte gezählt, wo er Aluminium trifft, wo er schön nach innen zieht und dann hat man halt einfach Pech gehabt. Mit dem 0-0 ging es in die Kabine im zweiten Durchgang. 10 Minuten rum und das 1:0 für Haugesund, weil Sturm auch sich nahtlos in Halbzeit 1 an die Leistung einfügt oder eigentlich noch weniger macht, gerade in der Offensive, und Haugesund dann einfach mal kommen lässt und ja, die nutzen das dann aus, nach einer Standardsituation. Ich glaube, es war ein Freistoß von der halblinken Position, weil der Livestream ja auch immer wieder kurz unterbrochen war, gab es auch da keinen wirklichen Fluss beim Zuschauen, könnte man sagen. Auf jeden Fall hat Haugesund den Freistoß, halblinke Position, der wird dann reingezirkelt und die Situation scheint gar nicht mal so gefährlich. Dann steht aber im letzten Winkel ein Spieler von Haugesund und haut den halt dann rein. Bitteres Gegentor, sehr, sehr unnötig, und das in das 1:0 in Minute 50 herum. Von Sturm kommt aber keine Antwort, eigentlich im Gegenteil. Weiterhin macht's Haugesund besser, ohne dass sie überragend sind, nochmal an der Stelle. Aber ja, von Sturm kommt in der Offensive gar nichts. Man will zwar, hatte ich das Gefühl, aber man kann halt einfach nicht. Und so setzt Haugesund dann sogar noch einen drauf. Auch da hat in dem Moment das Stream ein bisschen gewackelt. Auf jeden Fall habe ich noch im Kopf, über die halbrechte Position haben sich die Norweger da durchgesetzt. Der Ball kommt eben dann auch zum angreifenden Stürmer oder Spieler von Haugesund und der haut den über halb rechts ins lange Eck dann rein. Und das war dann eigentlich schon die Vorentscheidung, Minute 65 herum, zum 2:0 eben für den norwegischen Tabellenachten. Und ja, erst ab dann gab es ein bisschen was von Sturm. So in der Schlussphase ab Minute 75, würde ich sagen, hat man es dann probiert. Man hat dann auch gewechselt, Esse ins Spiel, Lehmer ins Spiel und auch noch Koch. Man hat dann auch versucht, der Einzige, der wirklich ab und zu sehen offensiv war, mit gefährlichen Aktionen, meiner Ansicht nach, Otar Kitaishvili, der hat dann auch oft immer Pech gehabt oder sich den Tick zu oft verdribbelt, aber der sorgte ab und zu zumindest für den Hauch von Gefahr. War dann auch einmal aus halblinker Position relativ frei, auch der war dann nicht drin, also man hat auch die Möglichkeiten, die Halbmöglichkeiten, die man hatte, nicht nutzen können, und so ist es beim 0:2 dann auch im Endeffekt gerecht geblieben. Sturm jetzt mit dem Rücken zur Wand, ganz klar, das Rückspiel findet ja vor fast leeren Rängen statt und das wird keine einfache Aufgabe. Im Moment ist es für mich natürlich noch ein bisschen schwer, da Zwecksoptimismus auszustrahlen, denn die Leistung war wirklich schwach, die war ohne Wenn und Aber locker, also die wäre locker in die Kategorie letzte Saison einzuordnen gewesen. Ich habe aber trotzdem noch die Hoffnung, dass Sturm ja im Rückspiel anders auftreten wird, auch weil man personell ja jetzt etwas Neues hat.
Denn man hat einen neuen Stürmer verpflichtet und er ist natürlich ablösefrei, soll aber jetzt natürlich nicht böse gemeint sein, denn ja, vielleicht ist er ja trotzdem eine Verstärkung. Bekim Balay ist der neue Stürmer eben in Schwarz und Weiß. Zuletzt unter Vertrag gestanden bei Ahmad Groschny, heißt der Verein ja mittlerweile, ehemals Terek Groschny aus der russischen ersten Liga, also Russlands höchster Spielklasse, auch schon gespielt, in Polen, was ich im Kopf habe, und bei den beiden Prager Großklubs, bei Sparta und bei Slavia Prag. Außerdem eben 33-facher Nationalspieler von Albanien. Und auf jeden Fall ein interessanter Mann, würde ich mal sagen. Die Torquote ist jetzt nicht die allerberauschendste. Die genaue Statistik könnt ihr natürlich nachschauen bei transfermarkt.at. Hat aber ansonsten, würde ich sagen, jetzt keine so schlechte Vita. Also internationale Erfahrung, klar. Übers Alter kann man diskutieren, weil der Altersschnitt einfach ein bisschen hoch ist bei uns. Ansonsten würde ich da auch nichts sagen, wenn man einen 28-jährigen Spieler verpflichtet. Der Markt wird eben noch relativ hoch mit 1,3 Millionen laut transfermarkt.at. Und auch die Körpergröße eher ein bisschen höher, also mit 1,88 schon eher ein etwas bulligerer Angreifer. Ich glaube, das könnte gut passen. Ob der jetzt wirklich ja den Knipsinstinkt hat, das wird sich herausstellen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Offensivoption mehr zumindest. Und da muss man ja dann natürlich sowieso abwarten, funktioniert das Ganze oder nicht. Klar, der ein oder andere hätte sich jetzt sicher einen schillenderen Namen vorgestellt, aber ja, man muss auch irgendwo klar die Kirche im Dorf lassen. Ist schon natürlich logisch, dass Sturm jetzt keinen Stürmer holt, der jetzt 20 Tore in der letzten Station erzielt hat, dann würde der nicht nach Graz kommen. Also von dem her bin ich da trotzdem nicht so skeptisch, aber klar, nach dem Hinspiel jetzt in Augesund da wirklich viel Positives trotzdem noch zu sehen, ist schwer. Das ist ganz klar und das muss man erstmal sacken lassen. Generell, ja, transfertechnisch bin ich gespannt, ob das Programm abgeschlossen ist oder ob nicht doch noch jemand kommt. Marvin Potzmann hört man ja immer wieder, soll ein ganz heißes Eisen sein, dass der ja von Rapid wieder zurück an die Mur wechselt. Schauen wir einfach mal, was da noch passiert in den nächsten Tagen. Und ja, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Am Sonntag geht es ja in der Liga los gegen den SKN St. Pölten. Und ihr schreibt mir natürlich noch gerne in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie? Ich glaube mal, es wird nichts wahnsinnig Positives an der Stelle vermutlich sein. Aber ihr schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Was sagt ihr übrigens zum Neuzugang, zu unserem albanischen neuen Stürmer? Glaubt ihr, ja, wird er eine Verstärkung sein für die Schwarz-Weißen oder ja, hätte man sich das Gehalt getrost sparen können? Auf eure Meinungen bin ich wie immer sehr gespannt. Und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarz natürlich, nichtsdestotrotz. Und Burschen, zusammenreißen im Rückspiel, schießt das Haus, die Nudlertruppen da. Und bis dann. Ciao, ciao.